Aber Overflow steht ja auch ein Stück für, oder steht dafür, dass wir die Liebe und die Hoffnung, die wir durch Jesus Christus in unserem Leben erfahren haben, dass wir das überfließen lassen, überall dahin, wo wir sind. Und da dürfen wir einfach offen dafür sein, was Gott uns vor die Füße legt, welche Situationen heute uns vor die Füße kommen. Und die wollen wir nutzen und wollen einfach ja, von der Hoffnung und Liebe Gottes erzählen. Und ich mag euch wirklich einladen, da auch offen für zu sein, bewusst euch zu entscheiden, offen für zu sein und die Gelegenheiten wahrzunehmen, die Gott vor unsere Füße legt. Für mich ist es ein Segen, dabei zu sein. Einfach die Menschen ehren, die so viel Leid erlebt haben durch das deutsche Volk. Und ich wünsche ihnen Segen. Und für mich ist es eine Ehre, schön Plank zu putzen und auch mit den Leuten hier ins Gespräch zu kommen. Super! Ich bin dabei, weil dieser Liebesdienst einfach ein sehr schöner ist, diese Gedenksteine dann eben sauber zu machen, dass sie dann wieder sichtbar werden. Wir sind hier, um der Stadt etwas Gutes zu tun. Wir hinterlassen hiermit einen kleinen Fußabdruck. Und zwar, die Leute nehmen uns wahr und beim nächsten Mal, geht immer weiter. Und das war ein ganz, ganz toller Moment. Und es hat sich angefühlt, als wenn so ein Wohlgeruch, der so kam und einfach diese Atmosphäre da bestimmt hat. Und wir sprechen es aus für diese ganze Stadt, dass dieser Wohlgeruch und dieser Wohlklang, der da mit einherging, dass er wirklich die Straßen füllt und dass er diesen Ort verändert, hier an dem wir stehen. Und dass es wirklich was ist, was überfließen kann. In Jesu Namen. Deine Liebe soll überfließen. Amen.